2008. Eine Bank geht pleite und die Weltwirtschaft steht am Abgrund. Mit daran schuld? Die größte deutsche Bank. Sie verdiente Milliarden mit undurchsichtigen Geschäften. In der Tat war es so, dass die Deutsche Bank das Brennholz geliefert hat. Sie hat es eingesammelt in den USA, hat es verpackt und verkauft. Die Regierung hatte lange nur zugeschaut, kritisiert die Banken inzwischen umso schärfer. Viele Banker, die mit viel Geld dann irgendwo verschwunden sind, haben im Grunde mit zu verantworten, dass Millionen von Menschen in Europa arbeitslos geworden sind. Zurück blieben auch marode Banken. Und heute? Wenn Sie sich denn die aktuelle Situation der Deutschen Bank anschauen, naja, ganz über den Berg, um es höflich zu sagen, sind sie immer noch nicht. Trotzdem wird längst wieder gezockt. Und selbst ein deutscher Banker warnt vor der nächsten Krise. Ich wäre überrascht, wenn wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren nicht eine weitere sehr schwere Krise hätten. ZDF Zoom enthüllt die verdrängte Geschichte der Finanzkrise und stellt die Frage, platzt demnächst wieder eine gigantische Spekulationsblase? Zentrum der Finanzkrise. Hier ging im September 2008 am Times Square eine Investmentbank pleite. Lehman Brothers. Die Bank war große Risiken eingegangen und war am Ende zahlungsunfähig. Die anschließende Krise vernichtete weltweit 10 Billionen Dollar an Kapital. Die Journalistin Gillian Tett hat miterlebt, wie die Boni für die Banker immer gewaltiger wurden. Je mehr Abschlüsse, desto höher der Bonus. Das System ist so konzipiert, dass die Banker durchdrehen, wenn sie sich selbst überlassen werden. Sie machen immer mehr und mehr Geschäfte, egal wie gefährlich die sind. Man stelle sich vor, Menschen, die in einem Atomkraftwerk arbeiten, wird gesagt, dass sie pro Stromeinheit, die sie produzieren, bezahlt werden. Sie würden natürlich mehr und mehr Strom produzieren, bis die Turbinen überhitzen und alles explodiert. Als das Schuldensystem kollabierte, blieben die Banken weltweit auf Massen geplatzter Kredite sitzen. Vor allem in Europa. Viele deutsche und kontinentaleuropäische Banken versuchten, die Probleme unter den Teppich zu kehren. Sie hatten gehofft, das Wirtschaftswachstum würde das Problem automatisch lösen. Aber das ist nicht geschehen. Im europäischen Bankensystem steckt noch viel verdorbenes Fleisch. Man kann es derzeit nicht riechen, weil es gefroren ist. Aber irgendwann muss man sich damit befassen. In Frankfurt kämpft die Deutsche Bank mit diesen Altlasten. Sie hat einen atemraubenden Absturz hinter sich, steckt deswegen mitten in der Sanierung. Lange galt sie als die einzige europäische Großbank, die fast problemlos durch die Finanzkrise gekommen war, sogar verlässlich Rekordrenditen einfuhr. Gefeierter Chef war 10 Jahre lang der Schweizer Josef Ackermann. Sein Mantra: Ich darf Ihnen versichern, dass wir nichts unternehmen werden, was nicht im Interesse unserer Aktionäre, unserer Kunden und Deutschlands liegt. Warum kam es anders? Wir verabreden uns mit dem renommierten Ökonomen Thomas Mayer. Er hat ein Jahrzehnt lang im Dienst der Deutschen Bank den Finanzmarkt analysiert. Als ich zur Deutschen Bank kam, hörte ich, dass wir jetzt also kein Kreditrisiko mehr nehmen würden. Aha, fand ich ganz interessant und kriegte dann mit, dass jetzt da es neue Instrumente gibt, die es einem erlauben, Kredite zu vergeben und die Risiken abzuwälzen. Die Bank schnürte die Kredite zu einem Paket, ein sogenanntes Derivat. Die Kredite waren teils solide, teils aber auch faul. Die Ratingagenturen bewerteten die Bündel insgesamt positiv. Nur deshalb konnten die Banken sie scheibchenweise als sichere Geldanlage verkaufen. Die Agenturen wurden allerdings von den Banken bezahlt. Die Banker verkauften diese fragwürdige Idee als das Geschäft der Zukunft. Ich nehme ein Packen Kredite, ich schmeiße den in einen Topf rein, ich rühre den Topf schön um, mache ein wunderbares Gericht aus minderwertigem Material. Und schon ist es super sicher. Genial. Und genial. Es war beinahe schon wie die Alchemie, ja, der Golderzeugung, also im Mittelalter. Man mischte was zusammen und schon hat man Gold.
Wie das System konkret funktionierte, zeigt sich zum Beispiel in Plauen. Die Banken suchten ständig Kreditnachschub. Deshalb brauchten sie Kunden, die ihnen blind vertrauten, denen man schnell einen Immobilienkredit andrehen konnte. So wie der Familie Cucuikic. Ihnen wurde eine Wohnung samt Finanzierung von Vermittlern als Geldanlage angeboten. Was haben Sie damals bezahlt? 150.000 Euro. Wie haben Sie das finanziert? Wie haben Sie das gemacht? Durch Kredit. Das haben die Berater damals haben alles gemacht. Die sind ja fast jeden Tag zu uns gekommen mit irgendwelchen Unterlagen. Also man hat Druck gemacht immer? Ja. Tempo? Genau. Das Problem? Die Altbauwohnung war den Preis nicht wert, da sich in der Gegend keine Mieter fanden. Für diese Wohnung haben wir nicht einmal einen Cent bekommen als Miete oder sonst was. Ohne Mieteinnahmen konnten die Cucuikics den Immobilienkredit nicht abbezahlen. Die Wohnung wurde zwangsversteigert und brachte gerade mal 13.000 Euro. Wie viel hat Sie dieser ganze Fall insgesamt gekostet, wenn Sie alles zusammenzählen? Ca. 100.000, die ganzen Gerichtskosten, die ganzen Anwaltskosten, da kommt keine Rechnung unter 3.000, 4.000 Euro, also die Raten an der Bank und. Die Familie fühlte sich von den Beratern über den Tisch gezogen, suchte Hilfe bei einem Anwalt. Der kennt tausende Fälle, bei denen arglose Kunden eine Hypothek für eine Schrottimmobilie abgeschlossen hatten. Rechtsanwalt Kratzer besitzt Kopien von Originalverträgen, die belegen, wer viele der Kredite am Ende bündelte. Die Deutsche Bank. Und die Konsortialführerschaft war die Deutsche Bank AG. Zahlstelle, Listing Agent, alles die Deutsche Bank. Es ging der Bank natürlich nie um das eine Geschäft, um die eine Wohnung, um den einen Darlehensvertrag. Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung war ausschließlich, dass Darlehen und Grundschulden eingesammelt werden, verbrieft werden, veroptioniert werden und am Kapitalmarkt vertrieben werden. Das war nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland ein Massengeschäft. In diesen Jahren 2004 bis 2008 sind ca. 30.000 Verträge gezeichnet und eingesammelt worden. Durchschnittlich 150.000 Euro, können Sie sich ausrechnen, kommen ein paar schöne Milliardenbeträge raus. Immobilienkredite im Wert von ca. 4,5 Milliarden Euro hat die Bank in Deutschland gebündelt. Dabei habe sie gut 900 Millionen Euro verdient, so der Anwalt. Dafür sind die ganzen Verbriefungsmodelle entwickelt worden und dafür die niederländischen Zweckgesellschaften gegründet worden. Also schön unübersichtlich, dass niemand sofort durchsteigt. Richtig. Vor allem Politiker, die vom Gesamtfinanzsystem relativ wenig Ahnung haben. Auch viele Banken wurden zu diesem Geschäft gedrängt. Wir treffen den ehemaligen Chef des Sparkassenverbandes. Er hat erlebt, wie das Wundermittel Kreditbündel angepriesen wurde. Einfach nur Geld verleihen und dafür Zinsen nehmen, das war altmodisch. Die drei großen Ratingagenturen waren damals alle bei mir und haben gesagt, also dieses langweilige Geschäft der Sparkassen, was macht ihr da eigentlich? Ihr habt viel zu viel Liquidität, die liegt da rum, die bringt nichts, ihr müsst investieren in den USA, da gibt es hohe Zinsen, außerdem steigt euer Rating, wenn ihr so gute Papiere kauft. Angeblich ja breit gestreut, war alles fünfmal abgesichert, also wo war das Problem? Obwohl die Ratingagenturen die Kreditbündel eigentlich unabhängig prüfen sollten, machten sie aggressiv für das Instrument Werbung. Und sie waren nicht allein. Dass Verbriefungen möglich geworden sind, das ist ja alles nicht uralt. Das ist ja alles erst eingeführt worden in diesem Jahrhundert und ist gemacht worden von Rot-Grün damals in der Zeit. Mehr Freiheiten, weniger Regeln. So wollte die rot-grüne Regierung die Finanzbranche auf Weltniveau bringen. Es gab übrigens eine Veröffentlichung, in der ein Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums noch für Verbriefungen geworben hat. Ich glaube, es war 2005, Jörg Asmussen. Wie ein Lobbyist pries der Staatssekretär Asmussen den Weiterverkauf von Krediten ausdauernd an. Aber warum? Wir erhoffen uns Antworten von seinem damaligen Chef, Hans Eichel von der SPD. Er war in einer Zeit Bundesfinanzminister, als Wirtschaft und Börse in einer schwierigen Lage waren. Wirtschaftlich hatten wir Stagnation, sogar eine leichte Rezession. Und wir hatten eine Situation, in der ich jeden Abend ins Bett ging mit nicht der Erwartung, aber der Befürchtung, dass ich einen Anruf bekäme, eine Deutsche Bank fiele in der Nacht um und wir müssten eine Rettungsaktion starten. Das war die Lage. Es muss ja bedeuten, dass die Banken schon damals Probleme mit ihrem Geschäftsmodell auch hatten. Ja, sicher.
Die Situation war so ernst, dass Eichel und Kanzler Gerhard Schröder schon 2003 über die Verstaatlichung von Banken nachdenken mussten. Aber sie trauten sich nicht. Wenn wir so etwas in 2002, 2003 vorgeschlagen hätten, wir hätten nichts weiter geerntet als höhnisches Gelächter. Völlig unvorstellbar in der damaligen politisch-ökonomischen Denke der Zeit. Die rot-grüne Regierung wähnte sich in der Falle. Die maroden Banken verliehen zu wenig Geld an den Mittelstand, weil ihre eigenen Bilanzen voll mit faulen Krediten waren. Also erließ man Gesetze, die Kreditbündel steuerlich bevorteilten, sodass die Banken sie mit Gewinn verkaufen konnten. Wir haben auch aktiv den Banken gesagt, bitte verbrieft, damit ihr die Bilanzen frei bekommt für neue Kredite. Die Banken waren 2003 am Ziel. Obwohl Branchenveteranen wie Warren Buffett aus den USA vor den neuen Instrumenten warnten, die man den sogenannten Derivaten zurechnete. Und dann kommt ein Warren Buffett, der dann mal darüber redet, was da wirklich passiert. Und dass die Derivate so etwas wie finanzielle Massenvernichtungswaffen sind. Das hätten uns auch hochbezahlte, hochverantwortliche deutsche Banker sagen können. Und wir hätten andere Gesetze vielleicht dann gemacht. Doch viele Banker dachten gar nicht daran, irgendjemanden zu warnen. Für sie begann ein goldenes Zeitalter. Großkunden wurden erfolgreich geködert. Kauften sie Anteile an den Kreditbündeln, bekamen sie besonders hohe Zinsen. Davon ließen sich die Käufer blenden. Sie glaubten dem soliden Rating, den guten Bewertungen. Ich erinnere mich an eine Kapitalmarktkonferenz in Barcelona. Die Hälfte der Anwesenden waren Bankvertreter, meist von Wall Street Banken. Sie trugen sehr schöne Anzüge und hatten strahlend weiße Zähne. Und die andere Hälfte waren Pensionskassenmanager der zweiten oder sogar ersten Ebene, die all diese Instrumente aufkauften, weil sie ein wenig mehr Zinsen haben wollten. Und sie den Verkäufern glaubten, die ihnen Sicherheit versprachen. Die Nachfrage war so groß, dass man allein bei der Deutschen Bank in New York Kreditbündel mit einem Volumen von 100 Milliarden Dollar verkaufte. Interne Unterlagen der Deutschen Bank zeigen jedoch, die Kreditbündel waren extrem gefährlich. In ihnen steckten zu viele Hypotheken, die nicht mehr bedient wurden, kein Geld mehr brachten. Davor warnte die Analystin Karen Weaver schon 2005. Sie war eine Kollegin des späteren Chefökonomen der Deutschen Bank, Thomas Mayer. Wie hat man denn intern darauf reagiert, auf so Warnungen von Frau? Ja, wir hatten da diese Meetings, ne? Da waren also die Ökonomen da und da war Karen Weaver da als Hypothekenspezialistin und sie sagte, das wird nichts werden. Ja, das gibt einen riesigen Schlamassel. Das crasht. 2005? 2005, ja, richtig. Aber der große Teil des Managements sagte, ach, die übertreiben, das kann doch eigentlich gar nicht so richtig sein. Die Leute um Viva waren die Ketzer und der Mainstream verteidigte, dass das eigentlich alles eine gute Sache ist. Man verdient dran, die Politik will's und der Regulator sagt gar nichts dagegen. Und die anderen machen's auch. Und die anderen machen's auch, klar. Doch Dokumente des US-Justizministeriums belegen, bei der Deutschen Bank wusste man schon 2005 genau, dass es nicht genügend solide Hypotheken gab, um damit die Kreditbündel voll zu bekommen. Wir verkaufen einen Haufen Scheiße weiter, schrieb ein Banker. Wie das alles passieren konnte, wollen wir von Ex-Bankenchef Josef Ackermann erfahren. Er lässt uns mehrmals ausrichten, dass er für ein Interview nicht zur Verfügung stehe. Seine Nachfolger sitzen auf einem Scherbenhaufen, haben inzwischen 7 Milliarden Dollar an die USA bezahlt, um den Kreditskandal aus der Welt zu schaffen. Kein Spitzenmanager der Deutschen Bank gibt uns ein Interview. Bis auf einen. Der Ökonom David Volkerts-Landau spricht erstmals ausführlich vor der Kamera. Wir waren überzeugt, dass der Markt für minderwertige Hypotheken irgendwann zusammenbrechen würde. Wir wussten nur nicht genau wann. Wir glaubten den Experten, die sagten, bis zum Absturz können 1 oder 2 Jahre vergehen. Wenn wir so lange nicht Teil des Marktes sind, rutschen wir von Platz 2 runter auf 12. Wer zu früh aussteigt, verliert seinen angestammten Platz. Wer zu spät aussteigt, verliert viel Geld. Die Managemententscheidung war klar. Wir müssen im Spiel bleiben. Schon zuvor war jedes Mittel recht, um die größte Bank der Welt zu werden.
Um in den Club der drei größten globalen Banken zu kommen, musste der Umsatz erheblich wachsen. Das war Joe Ackermans Ziel. Er hat öffentlich mehrfach gesagt, dass er 25% erreichen will. In manchen Jahren waren es sogar 30%. Eine Möglichkeit, vielleicht die ehrliche Art, dies zu erreichen, ist, ein gesundes Unternehmen aufzubauen, was dem Druck von außen und den Marktschwankungen standhalten kann. Eine andere Möglichkeit ist, mit voller Kraft voraus nach vorn zu dampfen und die Torpedos zu ignorieren. Steam ahead, never mind the torpedoes. Wachstum um jeden Preis und ohne Absicherung? Die Expansion der Deutschen Bank ab 2003, insbesondere in den Handelsbereichen, konnte die Bank mit ihrer Infrastruktur gar nicht bewältigen. So vorauszustürmen war also ein großes Risiko. Es war töricht, weil man so einfach alle normalen Sicherheitsregeln missachtete. Diese leichtsinnige Strategie der Deutschen Bank führte nur wenige Jahre später in die Katastrophe. Anfang 2007 lief die Maschine heiß. Den leichtgläubigen Kunden drohte ein böses Erwachen. Die Banker hatten zuvor verschiedene Kreditimmobilien aus ganz Amerika zerhackt und daraus neue Instrumente gemacht. So wie ein Metzger Fleisch nimmt, es zerkleinert und Würstchen herstellt. Wenn die Leute anfangen zu glauben, dass es ein schlechtes Stück Fleisch in der Wurst gibt, geraten sie in Panik. Dann hilft es auch nicht, wenn die Behörden erklären, man kann unbesorgt weiter Würstchen kaufen, weil es sind ja nur 2% des Fleisches betroffen. Die Leute wissen ja nicht, um welche 2% es sich handelt. Im Sommer 2007 flog der Schwindel auf. Die Ratingagenturen mussten hunderte von Kreditbündeln abwerten. Doch das Gift war schon überall im System verteilt. Panik brach aus. Das erste Opfer war eine kleine deutsche Bank. Die IKB hatte Schrottpapiere noch einmal gebündelt und teurer weiterverkauft. Zuvor hatte sie die Papiere auf Pump gekauft. Der Bankchef Stefan Ortseifen hatte billige Kurzfristkredite aufgenommen, um die Schulden abzustottern. Doch diese Quelle war im Juli versiegt. An der Rettung der IKB beteiligt die Staatsbank KfW. Wir treffen die ehemalige Chefin der Bank, Ingrid Matthäus-Meyer. Sie wurde ganz plötzlich in die Krise gezogen. Ich war an dem Wochenende im Juli, wo das Thema hochkam, auf Dienstreise in Russland. Dort erreichte mich der Anruf von Ortseifen, dem Chef der IKB. Er schien mir hell entsetzt zu sein. Der Ackermann habe ihm seine Linie, seine Liquiditätslinie on hold gestellt. Es gibt also kein Geld mehr. Ich rief daraufhin Ackermann an und Ackermann sagte mir, nein, die Bank hätte sich verzockt und deswegen hätte er sich gezwungen gesehen, die Linie on hold zu stellen, also keine Liquidität zu liefern. Regierung und Finanzbranche traf Ackermanns Schritt völlig unvorbereitet. Er hat diese Krise erst selber ausgelöst, um dann die anderen Beteiligten zu treiben, dass sie die Krise lösen, und zwar ohne, dass die Privaten bluten. In hektischen Krisensitzungen wurde entschieden, dass die staatliche KfW die IKB retten sollte, mit 8 Milliarden Euro. Der Druck zuvor war enorm. Unmittelbar binnen 24 Stunden müsste ich mich entscheiden, dass der Rettungsschirm aufgespannt würde, sonst würde hier alles in die Luft fliegen. Wir fühlten uns erpresst als KfW-Vorstand, insbesondere von Ackermann. Ackermann galt zwar als arrogant, aber auch als charmanter Manager, der den Branchenprimus solide führte. Das war unser Problem als KfW in diesen Wochen, dass bis dahin Herr Ackermann so als charmant auftretende Persönlichkeit den Eindruck erweckte, dass er alles sehr solide. Und öffentlich redete Ackermann die Krise weiter klein. Ich glaube, dass jetzt alle größeren Risiken transparent gemacht wurden, offengelegt wurden. Doch das Gegenteil war der Fall. Schuld daran waren nicht zuletzt die Produkte der Deutschen Bank. Er war mit Sicherheit der Brandstifter. Er war weder integer, noch war er anständig. Er war skrupellos und hat sich das Problem vom Hals gehalten. Anstatt den anderen Banken zu helfen, hat die Deutsche Bank Öl ins Feuer gegossen. Die Deutsche Bank hätte das ja auch langsamer fahren können. Also statt auf einen Schlag zu kündigen, mal langsam zurückfahren oder Konsortium schmieden, wie man es in anderen Dingen gemacht hat. Nein, man hat eigentlich die Krise herbeigeführt. Das war ja das Wahrliche. Wollte man dem Markt beweisen, der deutsche Staat zahlt? Möglicherweise ist es nicht ganz falsch, wenn man
im Nachhinein denkt, dass es solche Überlegungen gegeben haben könnte. Warum wollte die Bank offenbar beweisen, dass der deutsche Staat in der Krise für marode Banken einsteht? Gehörte diese Staatsgarantie etwa zum Geschäftsmodell? Ich habe mit Joe Ackermann oft darüber gesprochen und er hat das auch verstanden. Die Bilanz und die Möglichkeit der Deutschen Bank, Geld aufzunehmen, hing stark von der impliziten Garantie des Staates ab. Wenn Sie sich also mit Anlegern unterhalten haben, sagten die immer, das ist die Deutsche Bank, was kann der Deutschen Bank passieren? Die deutsche Regierung steht ja dahinter. Und das ermöglichte uns sehr günstig, Schulden zu machen und das wiederum war ein enormer Wettbewerbsvorteil. Mit der Staatsgarantie im Rücken wuchsen einige Banken extrem, sogen sich voll mit riskanten Geschäften. Ihre Pleite hätte das Gesamtsystem gefährdet. Das wurde auch der EZB erst im Sommer 2007 klar. Jürgen Stark, damals im Präsidium, wurde überrumpelt. Wenige Tage nach diesem Ereignis mit der EKB hat eine große französische Bank mit drei Fonds vorübergehend geschlossen. Und das führte zu erheblicher Unsicherheit an den Märkten, insbesondere am Interbankenmarkt, also am Geldmarkt. Zunächst hat man überhaupt nicht verstanden, was eigentlich dahinter steht. Auch die Experten der EZB wussten gar nicht, was ist eigentlich passiert. Die Banken liehen sich untereinander kein Geld mehr, weil sie bei den anderen Kreditleichen im Keller vermuteten. Weil man nicht wusste, wie man das einschätzen soll, was wirklich dahinter steht, kamen wir zu dem Ergebnis, ja, dann sollten wir eine Operation am Markt durchführen. Zunächst mal eine Operation über 24 Stunden, dass alle Banken, die Liquidität benötigen, Zugang haben zur Liquidität der Europäischen Zentralbank. Und am Ende des Tages, und das hat uns alle schockiert, waren das fast 95 Milliarden Euro. 95 Milliarden Euro an einem einzigen Tag. Eine historische Zäsur. Die EZB hielt das System der kurzfristigen Kredite am Laufen. Viele europäische Banken überlebten nur dank dieser Hilfe. Auch Kanada stand im Sommer 2007 vor dem Kollaps. Wo sonst Milliarden zwischen Banken und Kunden hin und her flossen, war plötzlich Ebbe. Vor allem die Deutsche Bank hatte nach Kanada windige Papiere verkauft. Als deren Wert sich in nichts auflöste, brach auch dort die Panik aus. Doch die kanadische Regierung pumpte zunächst keine Liquidität in den Markt. Ein Milliardenpoker begann. Und die Kunden. Wir treffen den Chef der Bauarbeitergewerkschaft von Quebec. Ein Fonds verwaltet die Pensionen der Mitglieder. Die Experten des Fonds hatten viele Milliarden Dollar in Papiere angelegt, die vermeintlich sicher waren. Wir stellten fest, dass es nicht so einfach war, wie Sie gesagt hatten. Und es war nicht so schön, wie Sie gesagt hatten. Wir haben viel Geld verloren. Der Pensionsfonds musste 4 Milliarden Dollar abschreiben, zuvor eingezahlt von den Rentenversicherten. Menschen, die für Renten verantwortlich sind, stellen uns heute mehr Fragen. Ob wir dabei dumm aussehen oder nicht, ist uns egal. Das Vertrauen in die Banker wird wohl so schnell nicht zurückkommen. Überall, wo sie das Geld anderer Menschen verantworten, egal ob es 10 oder 10 Millionen Dollar sind, sie müssen diese Menschen respektieren. Das Wort Respekt, ich glaube nicht, dass es in ihrem Wörterbuch steht. Wir sollten es dort wieder einführen. Weltweit jagten große Anleger, Gewerkschaften, Konzerne lukrativen Geldanlagen hinterher. Die gut verzinsten Schrottkreditpakete der Banken kamen da wie gerufen. Auch in Kanada. Hierhin verkaufte die Deutsche Bank die Papiere weiter, bis es knallte. Der Anwalt Jeff Carhart verhandelte im Auftrag vieler Großanleger mit den Banken. Es hat mich persönlich schockiert, wie hoch die Verschuldungsquote war. Dieselben Vermögenswerte waren mehrfach belastet, bis hin zum Mehrfachen des Kernvermögenswertes. Für jeden Dollar, den eine Investmentbank an Kapital hielt, nahm sie oft mehr als 31 Dollar Schulden auf. Eine Art Schneeballsystem. Große lokale Finanzinstitute verkauften diese Papiere und internationale Banken vermarkteten sie als maximal sicheres, kurzfristiges Anlageinstrument. Aber es war nicht sicher. Das hat sich dann gezeigt.
Unterlagen einer Kommission belegen, wer in Kanada hauptsächlich dafür verantwortlich war. Die Deutsche Bank. Papiere im Wert von 50 Milliarden Dollar hatte sie nach Kanada verkauft. Deren Wert hing vor allem an den US-Kreditbündeln. Die Bank weigerte sich, Geld in den Markt zu pumpen, um die Lage zu stabilisieren. Es war wohl die Deutsche Bank, die sich als erster Akteur weigerte, Geld nachzuschießen. Die Tragweite des Problems wurde erst zu diesem Zeitpunkt wirklich spürbar. Das war ein bisschen wie Pferderennen. Die Deutsche Bank hatte zuvor auf den Kurs der Hypothekenbündel gewettet. Die Wetten waren viele Milliarden Dollar wert. Doch die Wettpartner konnten die großen Summen in der Krise gar nicht auszahlen. Das wusste die Bank. Trotzdem verkaufte sie die Wettscheine an kanadische Firmen weiter. Abenteuerlich. Aber die Deutsche Bank kam davon. Denn am Ende stützte die kanadische Regierung den Markt doch noch mit mehreren Milliarden Dollar. 2008 spitzte sich die Lage am Finanzmarkt trotzdem zu. Viele Banken waren eigentlich am Ende. Die Frage war, kann man diese Korrekturen, die überfällig waren, einigermaßen steuern, ohne dass es zum Kollaps bestimmter Finanzmarktsegmente kommt? Mehr denn je brauchten viele Banken Geld, an das sie schnell herankommen konnten. Doch sie besaßen vor allem sogenannte Derivate, kein verfügbares Kapital. Derivate und ihre Wirkung auf den Finanzmarkt vergleiche ich gern mit Zuckerwatte. Die Banker nahmen nur ein kleines Stück Zucker, ein wenig Kapital, und haben es so gesponnen, dass es immer größer wurde und sehr eindrucksvoll aussah. Die Zuckermenge aber ist gleich klein geblieben. Irgendwann zerfällt die Watte wieder und übrig bleibt ein klebriges Durcheinander. Im Frühjahr 2008 kam mit einem Ruck alles zum Stehen. Das System stand vor dem Zusammenbruch. Die US-Regierung musste mehrere Banken retten. Verzweifelt versuchte nun auch vor allem die US-Notenbank, den Kollaps zu verhindern. Sie lieh den Banken so viel Geld, wie sie wollten. Unterlagen der Notenbank belegen, auch deutsche Banken bekamen reichlich Hilfe. Die Deutsche Bank lieh sich allein 76 Milliarden Dollar zu einem Spottpreis. Insgesamt pumpten sich die Banken aus Deutschland bei der US-Notenbank 576 Milliarden Dollar. Die Bundesregierung sprach nie öffentlich darüber, wie viel Hilfe die Banken wirklich brauchten. Erst Jahre später prangert Kanzlerin Merkel die Verantwortlichen an. Viele der Banker, die mit viel, viel Geld dann irgendwo verschwunden sind und in ihrem ganzen Leben nie wieder arbeiten müssen, haben im Grunde mit zu verantworten, dass Millionen von Menschen in Europa arbeitslos geworden sind. Weil es eben einfach gab, too big to fail. Wer nur groß genug war, konnte sich auf Kosten des Steuerzahlers sanieren. Kurz vor dem Höhepunkt der Finanzkrise, im April 2008, hatte Merkel diese Erkenntnis allerdings noch lange nicht. Im Gegenteil. Als der deutsche Bankchef Josef Ackermann 60 Jahre alt wurde, ließ sie sich etwas Besonderes einfallen. Merkel schmiss eine Privatparty im Kanzleramt. Das gab es zuvor noch nie. Intern vermerkten Merkels Mitarbeiter, dass Ackermanns Bank an der Krise keine Schuld habe. Von daher spreche nichts gegen eine Party. Schon ein Jahr zuvor hatten Merkel und Ackermann bei einem Sommerfest zusammen gefeiert. Der Chef der Deutschen Bank wusste offenbar, warum er mit der Kanzlerin auf Tuchfühlung ging. Kurz nach der Kanzleramtsparty im Frühsommer 2008 wurde die Panik am Finanzmarkt immer größer. Die anderen Banken liehen vor allem Lehman Brothers aus New York kein Geld mehr. Dann haben sich die Skeptiker letztlich durchgesetzt und haben gesagt, also mir ist das mit den Lehmannern einfach zu gefährlich. Besser, ich halte mich mal von denen fern. 13. September 2008, Krisensitzung. Die US-Notenbank suchte über das Wochenende einen Käufer für Lehman, ohne Erfolg. Im September 2008 hätte es sicherlich erhebliche politische Probleme bereitet, Lehman Brothers zu retten. Kongress wäre nicht dafür gewesen. Die US-Regierung ließ Lehman pleite gehen. Das war nicht mehr als riskante Symbolpolitik, denn die Regierung wusste, dass man noch am selben Tag einen wesentlich größeren Konzern retten musste. Man hat dann Lehman Brothers nicht gerettet. Man sagt, okay, das musste passieren, damit man in dem nächsten Schritt AIG, eine große amerikanische Versicherung, retten konnte. Und das ist ja dann auch geschehen. Aber warum war AIG so wichtig, dass die US-Regierung eine Bank pleite gehen ließ, um ihre Wähler zu besänftigen?
Dieser amerikanische Finanzkonzern war in der Vergangenheit mal ein langweiliges Versicherungsunternehmen und das hatte sich spezialisiert auf die Versicherung dieser Produkte. AIG versicherte weltweit die riskanten Geschäfte der Banken. Ein großer Kunde war die Deutsche Bank. Da waren dann also die Crème de la Crème, kann man sagen, war bei AIG versichert. So, und das Ding, diese Produkte waren jetzt nichts mehr wert. Der Versicherungsfall war eingetreten. Deshalb griff die Krise sofort auf Deutschland über. Bei hektischen Krisensitzungen in Berlin machten Abgesandte der Banken der Bundesregierung klar, wie wichtig AIG auch für sie war. Vor allem Bundesfinanzminister Peer Steinbrück wurde unter Druck gesetzt. Der Chef der Deutschen Bank, Ackermann, trieb dabei die Regierung vor sich her. Die Deutsche Bank hat immer betont, wir haben kein Problem, wir werden keins bekommen. Bis man dann damals erfahren hat, wie die Deutsche Bank massiv auf die deutsche Regierung eingewirkt hat, dass in den USA mit großen Milliardenbeträgen ein bestimmter Wettbewerber gerettet wird, weil sie mit 10 Milliarden da drin steckte. AIG. Ja, da wurde dann schon sichtbar, wie groß die Zusammenhänge sind. Aber da war der Glaube in der Regierung schon noch da. Die Deutsche Bank hat alles im Griff, die steht super da und da passiert nie was. Tatsächlich sprach über die Deutsche Bank niemand. Stattdessen rückte der irische Ableger einer Bank aus München in den Mittelpunkt. Die DEPFA, spezialisiert auf die Finanzierung von Infrastruktur. Erst 2007 war die Bank von der Hypo Real Estate aufgekauft worden. In der Krise brachte die Sucht der DEPFA nach Billigkrediten auch die Hypo in Gefahr. Es gab wohl keine Rentenversicherung, die nicht Geld dort angelegt hatte. Es gab keine große deutsche Stiftung, die kein Geld dort angelegt hatte. Alle haben mit der Hypo Geschäfte gemacht. Die Treibjagd ging jetzt erst richtig los. Ackermann führte die Verhandlungen mit der Regierung. Fällt die Hypo Real Estate, fällt das System, hieß es. Die Bank müsse daher mit Staatsgeldern gerettet werden. Zudem benötige man einen Rettungsschirm für alle Banken. Die Bundesregierung knickte schnell ein und stellte quasi einen Blankoscheck aus. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Die Krise kannte zunächst nur einen Gewinner, die Deutsche Bank. Zwei Leuten gegenüber empfinde ich bis heute einen tiefen persönlichen Groll und habe ihnen auch nie mehr wieder die Hand gegeben. Das ist Herr Ackermann und das ist Herr Steinbrück. Warum Steinbrück? Steinbrück, weil er doch gesehen hatte, wie Ackermann gearbeitet hatte. Dann ihn noch zu verabschieden mit Worten im Jahre 2012, ein integrer Mann und alle, die was an ihm zu kritisieren haben, die werden sich noch wundern, das geht nicht. Wie Ackermann wollte uns auch Peer Steinbrück kein Interview geben. Unter seiner Führung hatte am Ende auch der deutsche Staat die Banken mit 500 Milliarden Euro gestützt, damit das Vertrauen in das System nicht verloren geht. Deshalb gab es den Konsens, im Grunde genommen erklären wir ab heute alle großen Banken für systemisch relevant. Und damit ist das vollzogen worden, was vorher schon erkennbar war, dass der Steuerzahler, der europäische Steuerzahler, in Geiselhaft genommen wurde für die Risiken, die die Banken zuvor eingegangen sind. Geheime Unterlagen der Deutschen Bank zeigen, wie groß Ende 2008 diese Risiken waren. 169 Milliarden Euro brauchte die Bank jedes Jahr an Kapital, um überleben zu können. Noch erschreckender, die Finanzinstrumente der Bank hatten ein potenzielles Ausfallrisiko von über 1 Billion Euro. Die Bank stand am Abgrund. Und die Commerzbank war bereits teilverstaatlicht worden. Das wollte Ackermann unbedingt verhindern. So lenkte er öffentlich von der Not seiner Bank ab, verschleierte, wie viel Milliarden Staatshilfen seine Bank bereits bekommen hatte. Stattdessen sagte er vor Kollegen, es wäre eine Schande, wenn wir einräumen müssten, dass wir Geld vom Steuerzahler brauchen. Ich war bei dieser Telefonkonferenz dabei, als Joe diesen Satz sagte. Es war eine der egozentrischsten politischen Entscheidungen, die ich je von einem leitenden Banker gesehen habe. Wenn wir das Geld genommen hätten, wäre Joe Ackermann seinen Job wohl losgeworden. Aber das hatte er offenbar so nicht vorgesehen. Die Motivation war also vollkommen egoistisch? Zweifellos. In den USA zwang die Regierung alle großen Banken unter den Rettungsschirm. So hatte man sie kurzfristig unter Kontrolle. Die Bilanzen wurden aufgeräumt, Boni gestrichen, Manager gefeuert.
Dieser politische Schritt wurde in Europa verhindert. Von dieser Bank und ihrer Leitung, Herrn Ackermann. Das war ein schwerer politischer Fehler. Es ist einfach völlig unverständlich, wie ein hochrangiges Mitglied der Finanzindustrie diese Entscheidung treffen konnte. Die Deutsche Bank vertuschte unter Ackermann die Probleme weiter, verschleppte so die eigene Sanierung. Konsequenzen gab es keine. Wenn jemand vom Mars hierher käme, wäre er erstaunt. Es gibt also Banker, nicht nur die von der Deutschen Bank, die gewaltige Verluste gemacht haben, die dabei offensichtlich Entscheidungen getroffen haben, die absolut falsch waren. Doch der Markt bestraft das nicht genug. Die Banker suchen sich einfach neue Jobs und das Leben geht weiter. Das finde ich sehr enttäuschend. Am Ende gewannen nur die Spitzenverdiener der Deutschen Bank. Zwischen 1995 und 2016 kassierten sie 71 Milliarden Euro an Boni. Es stimmt etwas nicht mit dem deutschen Finanzsystem. Nach seinem Amtsantritt hörte das auch der ehemalige Finanzminister Wolfgang Schäuble. Seine Kollegen im Ausland erklärten ihm, welches Land in der Krise vor allem versagt hatte. Die haben alle gesagt, also die Deutschen waren mit die größten Fehler gemacht haben. Das erste Mal spricht Ex-Finanzminister Schäuble schonungslos offen über die Deutsche Bank. Und wenn Sie sich die aktuelle Situation der Deutschen Bank anschauen, naja, ganz über den Berg, um es höflich zu sagen, sind Sie immer noch nicht. Deswegen hätten Sie vielleicht früher mit ein bisschen mehr Demut, vielleicht ein bisschen von den großen Schäden, die eingetreten sind, vermeiden können. Die Deutsche Bank hatte lange behauptet, es sei am effektivsten, die Banken regulieren sich selbst. Früher hieß es ja immer, wenn wir die Banken möglichst wenig regulieren, dann läuft das alles viel besser. Irgendwann hatten wir sie so dereguliert, dass sie sich selbst zerstören konnten. Und dann musste natürlich der Steuerzahler, also die dumme Politik, einschreiten, um das Überleben zu sichern. Ende 2009 wurde die Politik wieder zu Hilfe gerufen. Griechenland war überschuldet. Auch weil zu viele Banken dem Land Kredite gegeben hatten. Josef Ackermann erklärte als Wortführer der Banken, man wolle nur auf 20% der Kredite verzichten. Und da habe ich sofort gesagt, das ist viel zu wenig. Und hatte dann auch eine etwas unfreundliche Auseinandersetzung am Telefon mit Herrn Ackermann, der mir erklärt hat, das sei schon existenzgefährdend für die Banken. Und ich habe ihm gesagt, er könne vielleicht da Staats- und Regierungschefs ein bisschen zu falschen Entscheidungen bringen, aber nicht mich. Schäuble gewann eine Schlacht, aber nicht den Krieg. Von den 300 Milliarden Euro Finanzhilfen flossen nur gut 10 in den griechischen Haushalt. Die Banken bekamen dagegen über 200 Milliarden Euro. Das war ja überhaupt das, was mich dann unglaublich geärgert hat. Wenn kurz danach die Banker von der Staatsschuldenkrise redeten. Dabei waren es Bankschulden und die Staaten haben sie übernommen, damit die Banken nicht zusammenbrachen. Und es gehört schon eine unglaubliche Heuchelei dazu, anschließend von der Staatsschuldenkrise zu reden, insbesondere wenn es die Banker sind. Während in den USA seit der Krise rund 500 Geldinstitute abgewickelt wurden, werden in Europa Banken seit 2007 gestützt, egal wie kaputt sie sind. Wenn ein Kredit platzt, dann springt der Staat ein. Entweder die EZB, die nationalen Notenbanken oder die Regierungen. Wohin das führt, sieht man in Italien. Dort warten Zombiebanken und Unternehmen auf den echten Tod. Eine Grundregel des Kapitalismus wurde aufgehoben, denn Pleiten gehören eigentlich zum System dazu. In Italien sind die Banken nie bankrott gegangen, weil wir eine ungeschriebene Regel haben. Die Sparer sind heilig. In Italien steckt man in derselben Falle wie einst Griechenland. Die Banken haben ebenfalls im großen Umfang Staatsanleihen aufgekauft, also indirekt dem Staat Geld geliehen. Eine Kettenreaktion droht. Was würde passieren, wenn diese Staatsanleihen abgewertet werden? Das würde die Banken abstürzen lassen. Sie müssten rekapitalisiert werden. Man würde eine finanzielle Krise riskieren, die den ganzen italienischen Finanzsektor betreffen würde. Wo wird die nächste Finanzkrise ausbrechen? Welche Bank wird stürzen? In London treffen wir den Insolvenzverwalter von Lehman Brothers europäischem Ableger. 10 Jahre lang hat er versucht, die hunderttausenden komplizierten Deals der Bank zu entwirren. Lehman war so komplex, dass die Abwicklung noch immer läuft. Zieht die Branche daraus Lehren?
Es gab Leute, die zu mir sagten, Lehman, was war Lehman, wer war Lehman? Es ist bemerkenswert, wie schnell nach dem Zusammenbruch von Lehman die Banken wieder komplexe Instrumente verkauft haben. Sie haben sie vielleicht anders genannt, aber sie benutzen sie wieder. Und die Banken sind nicht weniger groß? Bis zu einem gewissen Grad sogar noch größer. Einige dieser Banken sind so groß, dass sie zu groß sind, als dass man sie untergehen lassen könnte. Die Megabanken handeln weiter mit Hypotheken, bündeln Kredite zu Derivaten. Sie finanzieren wieder Massengeschäfte auf Pump, weil sie wissen, am Ende muss sie der Staat retten. Weltweit werden so mehr Derivate als vor der Finanzkrise gehandelt. Nominell sind es 442 Billionen Euro. Wir haben jetzt eine Generation von Akteuren und Unternehmen, die süchtig nach billigen Krediten geworden sind. Eines der Probleme, das zur Finanzkrise 2008 führte, war der Überfluss an billigen Krediten. Wie könnten wir also jetzt in einer besseren Position als vor 10 oder 12 Jahren sein? Immerhin, seit Ausbruch der Finanzkrise wurde in Europa die Kontrolle des Finanzmarktes nach Brüssel verlagert. Dort soll man die Lage in den Griff bekommen. Daher hat die EU viele neue Gesetze und Regeln erlassen, Bankenstresstests eingeführt. Aber können die jemals absolute Sicherheit garantieren? Man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass es die risikofreie und schadensfreie Finanzwelt gibt. Es wird immer Krisen im Finanzbereich geben. Die gab es seit Tausenden von Jahren und die wird es auch in der Zukunft geben. Wieder vergeben Banken zu wenig Kredite an Unternehmen. Wieder wollen Regierungen ihnen deshalb gefährliche Kreditverbriefungen erlauben. Verbriefungen per se sind nicht schlecht. Es kommt darauf an, wie sie ausgestaltet werden. Alles wie damals, vor der großen Krise in Deutschland. Wenn wir Verbriefungen hier auf dem europäischen Markt wieder salonfähig machen wollen, brauchen wir ganz klare Spielregeln, die sicherstellen, dass so etwas, wie es in der Vergangenheit passiert ist, nie wieder passiert, wo die handelnden Akteure alle nicht mal nur nicht auf Sicht gefahren sind, die sind bei Nacht im Auto mit 180 ohne Licht über die Autobahn gefahren und haben dem Navi vertraut, dass da am Ende wohl keine Kurve kommt. Die Geisterfahrt geht ungebremst weiter. Banken, Unternehmen und Staaten verschulden sich immer weiter. Seit der Krise haben sich allein die weltweiten Staatsschulden verdoppelt. Die Zentralbanken haben über Jahrzehnte hinweg dazu geneigt, die Zinsen zu tief zu halten, haben damit die Kreditschaffung immer wieder angeschoben und nach der Schuldenkrise haben sie die hohen Schuldenberge gestützt. Diese Menge an Geld, die geschaffen worden ist, künstlich, und die jetzt wieder unterwegs ist, muss irgendwann dezimiert werden. Aber was ist, wenn das nicht schnell genug passiert? Es ist nicht so schwer zu verstehen, dass das System nicht so stabil ist, wie es sein sollte. Ein Erdrutsch oder ein Beben würde genügen und die Gebäude stürzen ein. Ich wäre überrascht, wenn wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren nicht wieder eine sehr schwere Krise erleben würden. Ich glaube, da kommen eine Reihe von Elementen zusammen, die mich buchstäblich nachts wach halten. Was, wenn die Schuldentürme in der nächsten Krise einstürzen? Es ist praktisch eine Situation, die ziemlich an das erinnert, was vor der Krise da war. Nur dass die Fallhöhe, wenn ich mal so sagen darf, gestiegen ist. Wir sind jetzt weiter oben und wenn wir fallen, fallen wir tiefer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein maroder Finanzkonzern zusammenbricht und das System wieder aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn die Schuldentürme umfallen, und wenn es einen Vertrauensverlust ins Geld gibt, dann ist die Krise noch stärker, denn dann mutiert sie zu einer Geldkrise. In Europa und nicht zuletzt in Deutschland hat man es versäumt, nach dem großen Crash gründlich aufzuräumen. So haben die Europäer den wahren Preis für die letzte Krise noch lange nicht gezahlt.